Leute, wer hat Bock auf ein paar Late-Night Apex Legends News? Ich habe wieder ein bisschen was zusammengetragen. Es geht um ein massives Rework von Lifeline. Es geht um die Season 19 Reaktiv Waffe, also die beiden Skins, die wir im Battle Pass bekommen. Und es geht um das Watson Town Takeover Event, was endlich mal nach über einem Jahr, wo es schon geleakt wurde, endlich mal rauskommt. Jetzt macht es auch Sinn. Ich habe ein Bild aus dem Spot, ein Terminal, wo wir ein paar Blueprints sehen, was leider nicht viel vermuten lässt, was da alles so passiert. Da müssen wir einfach mal abwarten. Ich zeige euch jetzt zuerst einmal ein bisschen was über das Watson Town Takeover Event. Das ist so ein Terminal, was wir in diesem Spot finden. Und auf diesem Terminal sehen wir verschiedene Bildschirme mit Blueprints und so weiter und so fort. Richtig viel reininterpretieren können wir da noch nicht. Ich habe hier mal was vorbereitet. Da ist das ein bisschen größer. Da habe ich ein paar von diesen Blueprints ein bisschen vergrößert. Zum einen sehen wir auf Stormpoint einen größeren Spot. Ich habe jetzt völlig vergessen, wie dieser Spot heißt. Sei es drum, beliebter Spot, wo man gerne hinfliegt. Aber was diese Blueprints bedeuten, kann ich leider nicht sagen. Dann haben wir hier ein interessanteres Bild, auch wenn ich hier nur vermuten kann, dass es vielleicht irgendein Stromnetz darstellt, weil Watson Town Takeover Event, Watson Elektrizität, Lightning Rod wird oben rechts, also nordöstlich der Map, verändert. Es muss vielleicht irgendwas mit Strom zu tun haben, irgendein Elektrizitätsspannungsnetz, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist ein fetter Hurricane in Season 17, Ende von Season 17 über Stormpoint gefegt, hat die ganze Map irgendwie zerlegt und wird jetzt überarbeitet über eine ganze Season lang und es wird neu aufgebaut. Also vielleicht ein neues Stromnetz, weiß da Geier was. Ich kann es euch nicht sagen. Ursprünglich habe ich da vielleicht ein unterirdisches Tunnelsystem gesehen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Warum nicht? Gab schon mal vor langer Zeit ein geleaktes Tunnelsystem auf Kings Canyon. Das kam dann auch tatsächlich. Das war aber alles andere als ein Tunnelsystem, sondern 4 oder 5 unterirdische Bunker, wer sich noch daran erinnert. Ich fand die Änderung eigentlich geil. Es waren so verschiedene Bunker. Konntest eine Luke öffnen, konntest da reinspringen. Geiler Loot. Vielleicht tat es im Spiel nicht gut, weil da viel gecampt wurde, gerettet wurde. Ich kann es euch nicht sagen und bestimmte Endzonen da nicht so richtig harmoniert haben. Ich weiß es nicht. Ich fand es geil und es wurde wieder zerstört. Aber es war auf jeden Fall eine coole Änderung. Fand ich eigentlich ganz, ganz schade, dass es wieder zerstört wurde. Ja, sei es drum, ein Tunnelsystem wird es mit Sicherheit nicht sein. Es gibt noch andere Bilder, habe ich mir für hier gespart. Da siehst du auch das Erbstück von Watson nochmal und irgendwelche Beschriftungen, Klebebilder und keine Ahnung. Aber nichts, worauf du wirklich richtig was erkennst. Dann blende ich euch jetzt erstmal, bevor ich über Lifeline ein bisschen ausgiebiger reden will, die Waffe für Season 19 ein, die einen reaktiven bzw. zwei reaktive Skins bekommen wird. Es ist die Rampage. Finde ich sehr, sehr geil, dass es nicht irgendeine Schrottwaffe ist. Ich mag die Rampage, auch wenn das viele nicht so sehen, als eine sehr, sehr belastende, starke LMG, gerade mit der Thermitgranate. Auf Level 24 wieder der erste Part. Wahrscheinlich nehme ich an, dass sie das aus Season 17 übernehmen werden, beziehungsweise aus Season 18. So, wir haben jetzt Season 18 und dass wir ab Level 24 die erste Stufe bekommen und dann 110 wahrscheinlich die finale Stufe. Gehe ich davon aus, dass sie das nicht ändern werden. Und jetzt kommen wir zu Lifeline. Und jetzt seid mal ganz ehrlich. Ich habe von einem Data Miner, der bis jetzt, ich sage, bewusst nicht 100%, aber zu 99% lag der immer richtig mit den heftigsten Leaks, die selbst ordentlich bestritten wurden. Da wurde sich drüber lustig gemacht. Ich lasse den Namen jetzt einfach trotzdem mal weg. Aber der hat jetzt geleakt, dass es ein fettes Reborn, ich mag diese Reborn-Bezeichnung ja überhaupt nicht, die vielleicht noch zu Revenant oder irgendeiner anderen Maschinenlegende passen würde, aber eine menschliche Legende, nix Reborn, das ist ein Mensch und keine Maschine, also ist das für mich ein massives Rework, aber ich glaube, bewusst hat der Reborn gesagt, um die Heftigkeit der Überarbeitung von Lifeline einfach zu untermalen, dass es so eine heftige Überarbeitung wird, so wie es eben bei Revenant der Fall wird. Das also können wir davon ausgehen, dass die Legende so massiv verändert wird, dass sie einfach nicht mehr so ist, wie Lifeline jetzt gerade ist. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, deswegen rufe ich dazu auf, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr das Gefühl, dass das Lifeline unbedingt nötig hat, ein komplettes Rework zu bekommen? Und wenn ja, was habt ihr für Ideen für Lifeline? Wie sollte es aussehen? Wie sollte die ultimative Fähigkeit aussehen? Klar, Revenant Reborn müssen wir nochmal drüber sprechen. Der hat ein paar Fähigkeiten, das sind aber passive Fähigkeiten eher behalten, wenn er croucht, ist das leise und er kann genauso schnell gecrouched laufen, wie er normal läuft und er kann immer noch extrem hoch und noch schneller hochklettern. Das ist geblieben. Ich gehe auch davon aus, dass bei Lifeline ein bisschen was bleibt und vielleicht nicht alles so überarbeitet wird.
Ich gehe davon aus, dass die Lifeline-Drohne die Heildrohne wird bleiben, weil es macht keinen Sinn, bei der einzigen vernünftigen Support-Legende mit heilenden, vernünftigen, heilenden Fähigkeiten das komplett zu streichen. Und Watson ist nicht immer ansatzweise dem ebenbürtig. Erstens geht es auf Schild und es ist verdammt langsam, die ultimative Fähigkeit. Das ist meine Meinung, es könnte schneller gehen. Und das Einzige, was Sinn machen würde, vielleicht eine zweite Support-Legende bis zum Rework, oder Reborn, nennt es wie ihr wollt, einzufügen, die ähnliche Fähigkeiten hat, damit das Sinn macht, irgendwie was anzupassen. Was ich mir wünschen würde, was auch viele Lifeline-Mains von euch da draußen sich wünschen, das Rest-Schild. Das würde ich mir so sehr wieder zurückwünschen. Ich weiß, dass das viele mega genervt hat, aber spätestens zum Release von Newcastle wurde einfach zumindest, was das Reviven betrifft, Lifeline komplett in den Schatten gestellt. Und wenn du dann Newcastle hast mit einem goldenen oder einem lilanen Knockdown-Schild, wo dann 50.000 Leute drauf schießen und du kriegst es nicht kaputt, und dann kraucht er auch noch relativ schnell mit seinem gerade revivten Teammate irgendwo in der Ecke, wo du den locker hochheben kannst, da stinkt Lifeline einfach ab. Und die meisten Lifelines sind natürlich so ein bisschen egoistisch, die hauen dir die Drohne hin, aber eine gute Lifeline, die vielleicht gut defensiv spielt, die könnte dich ein bisschen als menschliches Schild decken, damit du wirklich hochgehoben wirst. Ansonsten ist es für jeden Gegner aus der Ferne ein leichtes, dich runterzuschießen. Die meisten Lifelines rennen sofort wieder weg, damit sie selber nicht draufgehen, was natürlich auch logisch ist. Das funktioniert nun mal nicht immer. Aber wenn du zwei gute Mates hast, können die dich kurz als menschliches Schild covern. Und das machen wirklich die wenigsten. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da was passiert. Aber ansonsten kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, wie könnte man Lifeline verändern, dass es gerechtfertigt ist, weil das ist eine OG-Legende, die ist von Anfang an dabei und sie ist gut so, wie sie ist. Es gibt Legenden, die sind in der Pickrate so weit unten, und das vielleicht völlig zu Unrecht. Newcastle zum Beispiel, eine starke Legende, wird aber so selten gespielt, weil es einfach wichtigere Legenden gibt. Deswegen hätte es eine andere Legende besser verdient. Ob das dann Sinn macht, ist erstmal dahingestellt. Wir wissen gerade, was mit Seer passiert ist. Der war anfangs OP, dann war er scheiße. Dann wurde er überarbeitet, dann kam das Erbstück, da war er wieder ganz, ganz weit oben, und jetzt haben die den wieder in Grund und Boden genervt, dass er selbst bei den Global Series eigentlich in der Liste nicht mal mehr aufgetaucht ist. Da muss man halt mal sehen, inwieweit das Sinn macht. Aber wie gesagt, es soll so massiv werden, dass wahrscheinlich Lifeline nicht wieder zu erkennen ist. Müssen wir mal abwarten. Ich warte. Ich hoffe zumindest, dass die Lifeline-Runde bleibt. Ich hoffe, dass das Rest-Schild zurückkommt. Ob das jetzt als Reborn oder massives Rework gilt, weiß ich nicht. Es ist einfach nur ein Zurückholen bestimmter Fähigkeiten. Ach so, bevor ich das vergesse, dieses Rework soll, und das ist leider sehr, sehr spät, Season 22 sein. Wie gesagt, der Dataminer ist sehr zuverlässig. Also vertraue ich der ganzen Geschichte. Ob da jetzt nur was verschoben wird, das ist nun mal Respawn EA. Da müssen wir natürlich mal abwarten, was da kommt, wie sich das Spiel entwickelt. Aktuell merken wir ja, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Deswegen sollten wir das mit Vorsicht genießen, aber es wird kommen. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wie gesagt, Season 22, also Mitte, Ende nächstes Jahr, wird das erst passieren. Und wir sehen, dass, das hat Respawn ja auch gesagt, im Vergleich jetzt hier mit dem Reborn zu Revenant, es soll natürlich nicht alltäglich werden. Als ich jetzt letztens Early Access zu Season 18 hatte, Einblicke und so weiter, hat Respawn gesagt, sowas wie Revenant Reborn in so einem Umfang, auch mit diesen Stories von die Outlands-Trailer, was die wirklich geil gemacht haben, muss man ja mal sagen, das wird nicht die Regel werden. Es wird immer irgendwelche Justierungen an Legenden geben, größer oder kleiner, auch mal größer, ohne dieses ganze Rework-Gedöns, dass das jetzt so genannt wird und so zelebriert wird. Aber ja, sie schrecken nicht davor zurück, das trotzdem ab und zu machen. Und jetzt scheint es auf jeden Fall schon mal so ein Stück weit in Stein gemeißelt zu sein, dass es vielleicht einmal im Jahr eine Legende trifft, wo das richtig heftig zelebriert wird. Und ich denke, Lifeline passt da zwar rein, von der Story her, mit Octane vielleicht noch irgendwas und so weiter. Aber ob das jetzt rein von den Fähigkeiten Sinn macht, das wage ich mal ganz, ganz stark zu bezweifeln. Jetzt habe ich mich aber sowas von verquatscht, dass wir ja fast bei 10 Minuten sind. Das tut mir leid, aber Late Night Apex Legends News, da kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Also ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall zu schreiben habt. Vergesst es nicht in die Kommentare zu schreiben, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und schönes Wochenende. Ciao.